Noch in der Nacht wird die Leiche der 17-Jährigen abtransportiert. Die Polizei hatte das Mädchen gegen 20 Uhr hier in dieser Flüchtlingsunterkunft in St. Augustin aufgefunden, möglicherweise ermordet. Die Ermittler nahmen einen Mann unter Tatverdacht fest, nach Recherchen des WDR einen 19-jährigen gebürtigen Kenianer. Demnach sollen sich Opfer und Tatverdächtiger gekannt haben. Kurznachrichten in den sozialen Medien sollen die Polizei auf die Spur des Mannes geführt haben. Möglicherweise hatte das Mädchen seinen Eltern demnach nur erzählt, eine Freundin besuchen zu wollen. In dem Flüchtlingsheim sicherten Ermittler die ganze Nacht hindurch Spuren. Die Eltern hatten die Jugendliche am Freitagnachmittag als vermisst gemeldet. Polizei und Feuerwehr suchten mit mehr als 150 Einsatzkräften, Tauchern, einem Hubschrauber, Wärmebildkameras und Rettungshunden nach der 17-Jährigen. Das Mädchen hatte sich am Freitag von seinem Heimatort Unkel auf den Weg gemacht, angeblich zu einer Freundin in St. Augustin. Dort jedoch kam sie nie an. Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr entdeckten Spaziergänger Kleidungsstücke und die Handtasche des Mädchens in der Nähe des Sieglerer Sees. 3 Stunden später dann die traurige Gewissheit, die 17-Jährige wurde rund 3 Kilometer von dem See entfernt, leblos aufgefunden.